Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 1: Die Entdeckung. Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma Biogeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handsam geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegner zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Dir das mal an. Chris umkurfte den Schreibtisch und stellte das U-Pad ohne weitere Rückfrage in die Dockingstation des Arbeitstisches seiner Kollegin. Sie schaute kurz zu ihm hoch, während sich die DNA-Screenings auf dem Touchscreen aufbauten. In seiner Betonung schwang Wichtigkeit mit. Er war sich sicher, diesmal etwas substanziell Neues gefunden zu haben. Und? Was siehst du? fragte Chris. Nichts, Idiot! Ich weiß doch gar nicht, wo du das Bild jetzt her hast. Wenn du Unterhaltung brauchst, such dir jemand anders. Schau doch mal, da rechts. Das ist der Abschnitt WA34 auf C22. Ausgeschaltet. Karen beugte sich nach vorn. Routiniert zoomten Zeige- und Mittelfinger das Bild zunächst kleiner, verschoben den Ausschnitt blitzschnell, um dann zielgenau Punkt war 34 auf maximale Vergrößerung zu bringen. Der Bindungsabschnitt zu WAM34 war unterbrochen. Okay, unterbrach Karin die Stille. Chris beugte sich zum Bildschirm, verkleinerte den Ausschnitt wieder, wischte den Bildschirmausschnitt mit triumphierend ausholender Armbewegung nach links und steuerte Double Touch auf die Endstücke der abgebildeten DNA-Stränge. Und jetzt hier. Karen schien in den Bildschirm hineinzukriechen. Wow, die sehen wie neu aus! Chris schaute ihr genussvoll über die Ohren. Er feierte innerlich den langersehnten Durchbruch und suchte die Anerkennung, die ihm, da war er überzeugt, auch zustand. Aber Karen war eine gefährliche Frau für diesen Zweck. Sie war ehrgeizig und gönnte anderen wenig. Diesmal aber war es ein großer Triumph. Das müsste auch Karen zugeben. Welcher Versuch war das? Das war ganz schön anstrengend. Die meisten Experimente haben ja gar kein. Ich wollte keine Geschichte hören. Karen unterbrach sofort. CPR-Expression, Virusstamm pro 8. In der Quantenkanone. Chris ahnte, dass er auch diesmal keine Lobeshymnen erwarten konnte. Aber Karin war die einzige Wissenschaftlerin, die so spät noch in der Firma war. Sie würde reagieren wie immer. »Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht.« Und dann fügte sie nach einer Pause hinzu, »Kompliment.« Chris' Gesicht hellte sich auf, während Karin sich vom Bildschirm zurücklehnte. »Ich habe mehr auf den E-Lit-Prozessor und den Strahlentaser gesetzt. Oder vielleicht noch die Quantenwelle. Aber gut, hab mich geirrt. Oder es ging jetzt doch anders besser.« Chris hörte nicht mehr zu. Kompliment, hatte sie gesagt. Das war mehr, viel mehr, als er je von Karin gehört hatte, zumal nach der schnodderigen Bemerkung am Beginn des Gesprächs. Karin stand auf, schaute Chris direkt an und nickte mehrfach mit dem Kopf. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt wohl eine gute Strategie, das zu verwerten. Am besten sagen wir erstmal nichts. Wir müssen das noch ein paar Mal durchtesten, um sicher zu sein, dass es klappt. Brauchst du Hilfe? Wenn du Zeit hast? Wäre schon gut, desto schneller geht es. Chris konnte es kaum fassen. Er bekam ein Hilfsangebot von seiner Kollegin. Seit Jahren waren alle im Institut auf der Jagd nach dem Schlüssel zur Frage, wie sich die Veränderungsprozesse in den Chromosomenbeständen von Lebewesen manipulieren ließen, die den Alterungsprozess bewirkten oder zumindest beschleunigten. Ganz unumstritten war die Theorie ohnehin nicht, dass die Gene eine Hauptrolle spielten. Vor wenigen Jahrzehnten war der Stand der Wissenschaft noch ein ganz anderer. Zwar war schon bekannt, dass das Enzym Telomerase durch permanente Reparatur der DNA-Stränge an ihren schützenden Enden diese auch auf längere Zeit und besonders bei der Teilung der Keimzellen eben für den Vermehrung nötigen topfitten Zustand halten konnten. Aber erst als die Wissenschaft dies aus Zürich und Mumbai experimentell nachweisen konnten, dass dessen Produktion durch noch unbekannte Steuerungssequenzen der DNA an- und abgeschaltet wurde, war klar, dass hier zumindest ein wichtiger Zugang zum ewigen Traum der Menschheit zu finden war. Die Flucht vor dem Altwerden und Sterben. Das Institut BioGeronto, in dem Chris und Karen arbeiteten, wurde vor sieben Jahren gegründet, um diese Forschung voranzutreiben. Es war halb staatlich als Teil der Freien Universität Berlin, halb privat in einer Kooperation der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wirtschaftswissenschaften und des Verbandes der Chemisch-Biotechnischen Industrie. Als großer Player galten sie nicht in der Riege der humangenetischen Labore, Institute und Konzerne. Ihr Glück war eine hohe Förderung durch die SENS Research Company. Die schuf gute Bedingungen in den ersten Jahren. Die waren längst rum und eher magere Jahre angebrochen finanziell und von den Ergebnissen her. In wenigen Monaten wären die letzten Gelder verbraucht gewesen und für eine neue Förderung müssten Zwischenergebnisse präsentiert werden. Das ewige Suchen und das bloße Hoffen auf irgendwelche Durchbrüche wären zu wenig gewesen. Doch genau das war zu befürchten. Bis eben. Nun war, so schien es, der große Sprung nach vorne in Reichweite. Wenn sich die Sache stabilisieren ließ, wäre das sogar ein echter Durchbruch. Wir müssen das Experiment wiederholen. Einmal ist schließlich kein Mal und kann auch Zufall sein. Karen schaute irritiert. Das müsste er ihr ja wohl nicht erklären. Auch wenn sie, obwohl in der gleichen Firma immer auch konkurrierend an ihren Forschungen werkelten, so hatten sie doch gegenseitig eine hohe Meinung als engagierte Forschers. So manche Nacht verbrachten sie zusammen vor dem Bildschirm in den Laboren, getrennt durch die Glasscheiben zwischen den Kabinen oder auf dem Flur vor der Sicherheitsschleuse, wo die Kaffeemaschine ihre wichtigen Dienste verrichtete. Nun könnte der verdiente Erfolg winken oder zumindest ein Impuls, der weitere Fördergelder sicherte. Denn nicht in wissenschaftlichen Erkenntnissen wurden die Leistungen der Mitarbeitis gemessen, sondern wie weit sich diese in frisches Geld umsetzen ließen. Jetzt war kein Aufputschmittel nötig. Karin ließ Kaffeetasse, Papierberge und das laufende U-Pad an Ort und Stelle, rief dem Computer den Befehl zum Herunterfahren zu und schritt entschlossen Chris hinterher, der schon die Tür zum Labortrack erreicht hatte. Der dortige Griff zum Kleiderständer vollzog sich nach den vielen Jahren wie automatisch. Vorschriftsmäßig gekleidet tauschten beide in der Schleuse die Schuhe und zogen die Kopfhauben über, während sich hinter ihnen die erste Glastür schloss. Wem hast du denn schon Bescheid gegeben? Ist keiner mehr da. Du bist die Erste und bisher ja Einzige. Okay, wollen wir erstmal abwarten, bis die Vergleichstests fertig sind? Wäre eigentlich besser. Seriös kommt so ein Ergebnis nicht rüber, wenn wir nur wenige Testreihen vorweisen können. Aber wir wissen nicht, wie weit die in Brüssel sind. Ich habe nichts mehr von denen gehört. Meinst du, die könnten schon mehr haben als wir? Glaube ich nicht. Die haben schon monatelang nichts mehr veröffentlicht. Vielleicht sagen sie gerade nichts, weil sie nah dran sind. Denkbar, aber das ist reine Spekulation, das hilft uns nicht weiter. Lass uns unser Ding machen und hoffen, dass wir schneller sind. Die innere Glastür öffnete sich. Beide schritten durch den Desinfektionsstrahl der Schleuse in die Kabine, die sonst allein das Reich von Chris war. Der prüfte die Dichtigkeit der Tür hinter sich, beäugte routiniert alle Abzüge und drückte dann den Freigabeknopf. Laborarbeit, auch spät am Abend, brauchte Sorgfalt. Alle Sicherungssysteme waren computerüberwacht, um jedes Risiko auszuschließen, jedenfalls auf dem Papier. Wenn es schnell gehen musste, ließ sich das System auch umgehen. Ein Kollege aus der Informatik hatte den Code des Systems geknackt und ein kleines Programm geschrieben, mit dem das Kontrollsystem getäuscht werden konnte. Chris und Karen trugen es stets am Armgelenk auf dem Paddy, der kleinen Variante des U-Pads, welches in der Firma ständig getragen werden musste. Von ihm bestand eine ständige Verbindung zu den Apparaten und Kontrollsystemen im Gebäude, um Türen und Zugänge zu technischen Geräten zu öffnen. Die Täuschungssoftware war eine praktische Sache, auch wenn sie jetzt nicht nötig war. Denn Karen war im internen Kontrollsystem auch für die Laborkabine ihres Kollegen freigegeben. Ein Alarm blieb folglich aus. Nach einigen Hantieren standen Chris und Karin vor einer Reihe Apparaten, die an einer Raumseite auf sauber weiß lackierten Tischen standen. Zwei Robotergreifarme assistierten den beiden Wissenschaftlis. Sie werkelten folgsam auf Zuruf. Da die Stimmenanpassung für die gesamte Firma wirkte, stand Karen auch hier nichts im Weg, um alle Einrichtungen im Raum zu nutzen. Was sie vor einer Stunde noch als christreich angesehen und gemieden hätte, war jetzt auch ihr Ding. Durch die dicken Milchglasscheiben an der Frontseite und in der Decke war zu sehen, dass draußen längst die Dunkelheit hereingebrochen war. Kunstlicht hüllte den Raum in ein fast blendendes Weiß. Routiniert füllten Karen und Chris Flüssigkeiten und Pulver zusammen, überließen den Robotern das Schütteln und Transportieren, drückten Knöpfe und fuhren mit schnellen Bewegungen auf den überall erreichbaren Touchscreens herum. Von Müdigkeit fehlte trotz der fortgeschrittenen Stunde jede Spur. Zwei der Substanzen mussten im Sterilraum eingefüllt werden. Dort war Menschen der Zutritt nicht gestattet. Die Roboter übernahmen daher das Geschehen, ferngelenkt über Sprache und Steuerungsdisplay. Nacheinander entstanden mehrere weitere Probemischungen für die gewünschten Überprüfungsabfolgen. Jedes Mal, wenn eine Versuchslösung fertig war, wurde sie per Displaydruck in den Elektronenrüttler gefahren, wo eine Quantenkamera das weitere Geschehen aufzeichnete. Eine Steuerung von außen blieb über den Grobotter möglich. Knapp fünf Stunden vergingen, bis zehn weitere Versuchssets gefüllt waren. Und jedes Mal entfuhr Karen oder Chris ein Satz oder auch nur ein Seufzer der Genugtuung. Zeit, das Labor zu räumen. »Geschafft!« Chris und Karin sahen sich an, getrennt durch die ständig automatisch abgesogene und gefilterte Luft des Labors und durch die Stützanzüge, die den ganzen Körper fest umschlossen. Jetzt musste der E-Rüttler brüten, bis es weitergehen konnte. Karin streckte die Hand aus und Chris schlug willig ein. Eine fantastische Nacht, und zwei erschöpfte Menschen bahnten sich den Weg zurück durch die Schleusen, hinaus in die Flure und Büroräume, schließlich durch die Foyers zu den Elektrotaxis, die sie, farilos wie sie inzwischen waren, zu ihren Wohnungen brachten. Obwohl müde, saß Chris noch einige Zeit wach auf der Kante seiner Schlafstätte. Durch die Vollfensterfront seines Wohnzimmers sah er, wie die Helligkeit in die Stadt kroch, schließlich Oberhand gewann und die vielen Häuser, Bäume und immer mehr Menschen wieder kenntlich machte. Er musste an Karen denken, seine Freude der Entdeckung und die schöne Phase einer erschöpfenden Zusammenarbeit mit der Kollegin, die sonst seine Konkurrentin war. Erst als sich die Sonne anschickte, am nebelverhangenen Himmel zu erscheinen, sank er in einen tiefen Schlaf. Das Ende war unsanft. Chris Upet klingelte mit einem penetranten Weckton und riss ihn aus dem Schlaf. Sein verwirrter Blick fiel auf das Display. Vier Anrufe schien er schon überschlafen zu haben, ein Wunder angesichts des schrillen Lärms, der bei jedem Anruf zu hören war. Die angezeigte Nummer war die seines Chefs Martin Schaluppe. Ja? Was ist los? Es ist Mittag, Karen fehlt, du fehlst, und niemand weiß, was los ist. Chris Gedanken begannen sich zu sortieren. Die gestrige Nacht rückte ins Bewusstsein, während er unbeholfene Laute von sich gab. Außerdem brannte in zwei Räumen Licht. Dein Computer ist auf automatischen stand gegangen, also auch nicht ausgeschaltet. Äh, äh ja, äh, ist alles okay? Ja, ja, baute Chris im dröhnenden Kopf die ersten vollständigen Satz zusammen. Sogar mehr als das. Was soll das heißen? Karen und ich haben die ganze letzte Nacht zusammen neue Proben angesetzt. Wir haben die Telomerase in einer Hautzelle genetisch aktiviert bekommen und dafür müssen wir ja der Satz gegen einen lauten. Was habt ihr unter? Chris hielt den Hörer einige Zentimeter vom Ohr. Du hast es richtig verstanden, aber erstmal müssen wir Vergleichstest machen. Das alles kann ein Zufall oder ein Messfehler sein. Die Screenings sind aber eindeutig. Chris sah auf dem Display, dass auf der anderen Seite der Leitung die Raumfreisprechanlage angeschaltet wurde und Marvin laut im Hintergrund zu rufen begann. Offenbar holte er die weiteren Anwesenden heran. Chris nutzte die Pause, um ebenfalls auf Raumfreisprech umzuschalten. So konnte er während des weiteren Telefonats zum nächstgelegenen Disroomer gehen. Schnelle Fingerbewegungen ließen die Darkfolien von den Fenstern rollen. Wenige Sekunden später röchelte der Espressoautomat, während das Waschbecken hinter der Sichtwand einfuhr mit vollem schwung schleuderte sich chris einige handvoll kaltes wasser ins gesicht als er wieder marvins stimme am U-Pad hörte chris erzähl noch mal genau was habt ihr gemacht tropfend stand chris in der raummitte die telomerase sie funktioniert endlich in einer hautzelle welcher versuch war das meiner also cpr und quantenkanone wisst ihr doch chris hörte einen jubelschrei aus dem hintergrund des raumes mit dem er verbunden war darauf die mahnende stimme von marvin hör auf das ist zu früh dann zu Chris. Was passiert jetzt? Ihr macht gar nichts. Karen und ich sind doch dran. Die Sachen stehen in meinem Labor. Lasst das einfach in Ruhe, aber drückt die Daumen, dass das Ergebnis sich wiederholt. Dann haben wir den Durchbruch. Jemand im Hintergrund jubelte wieder. Dann war es still. Wann kommst du her? Ich glaube demnächst. Ich kann eh nichts anderes machen. Bin viel zu aufgeregt. Gut, dann bin ich gespannt. Das Juppet blendete die Verbindung aus. Der Raumfreisprech verabschiedete sich mit einem sanften Summton. Chris drückte das Handtuch ins Gesicht. Auf Zuruf verschwand das Waschbecken, stattdessen fuhr die Toilette in die Nassnische. Kurze Zeit später balancierte er die randvoll gefüllte Tasse mit der immer noch beliebten Aufweckdroge zum Touchtable, aktivierte die Eventischfunktion und scrollte die aktuellen Tagesmeldungen ins Sichtfeld unter der Glasplatte. Ungewöhnlich hastig schlug er zwei Schokocroissants in sich hinein. Das Gedankenchaos lichtete sich, aber noch stellte sich keine klare Linie ein, wie er seine Leistung im Dickicht der komplizierten sozialen Gefechte der Biotech-Firma optimal in Szene setzen konnte. Wenigstens hatte Karin sich sofort mit ihm solidarisiert. Hoffentlich war sie schon da, durchzuckte ein beruhigender Gedanke seine sich steigernde Angst vor den vielen Gesprächen und Klärungen mit Institutsleitung und später der ganzen Welt da draußen. Die Anklopffunktion des U-Pads spielte die Melodie des Tages. Chris hatte für jeden Wochentag eine andere ausgewählt. Nun drückte er auf die Akzeptieren-Taste. Hallo Karin. Hallo Chris, alles klar? Na ja, geht so. Die Deppen aus der Firma haben mich vor einer halben Stunde geweckt. Dabei hätten sie das auch so machen können wie du. Tja, da kannst du mal sehen. Chris wunderte sich schon wieder, wie nett Karin zu ihm war. Gehst du gleich wieder hin? Muss ich wohl. Die sind total gespannt, mehr zu hören. Gut, ich komme auch. Chris war erleichtert. So musste er Karin nicht um diesen Gefallen bitten. Wenige Minuten später saß er im E-Taxi. Die Sonne schien schon kurz vor dem Höchststand, als er an der Zufahrt vor dem Firmengelände ausstieg. Er rief Karin hinterher. Sie war kurz vor ihm gekommen und gerade auf dem Weg zur gläsernen Mittelfront des Gebäudes. Nun drehte sie sich um und wartete. Mit erhobenem Daumen empfing sie ihn, lächelnd. Beide schlenderten durch die Eingangshalle des mehrstöckigen Gebäudes, wo die kleine Biotech-Firma ein Stockwerk nutzte. Dort angekommen, erwarteten sie gespannte Blicke. Umfangreich erläuterte Chris seine Entdeckung, ungestört von seiner Konkurrentin, die sich schnell aus der Gesprächsrunde entfernte, um im Labor zu schauen, ob ihre nächtlichen Aktivitäten wie gewünscht weiterliefen. Befriedigt schaute sie durch die Quantenkamera und beobachtete die Versuchslösungen. Ihre Neugierde hielt sie im Zaum und entnahm keine Zwischenprobe. Viel zu hoch war ihre Angst, dass irgendein Defekt auftreten und die Störung dann das Experiment gefährden könnte. Als sie sich wieder hochbeugte, fiel ihr Blick auf das mittlere Touchscreen. Der Bildschirm war im Energiesparmodus, aber angeschaltet. Karen war sich sicher, ihn nach dem nächtlichen Einsatz ausgeschaltet zu haben. Zudem hätte er sich im anderen Fall nach maximal einer Stunde selbst heruntergefahren. Mit einem schnellen Wisch brachte sie das Gerät zum Abschalten und verließ das Labor durch die Schleuse. Draußen stand immer noch die Gesprächsrunde um Chris herum und diskutierte aufgeregt. Karen trat entschlossen in den Kreis. Wer war in Chris Labor? »Äh, wieso?«, machte sich Marvin durch die unsichere Stimme gleich verdächtig. »Finde ich ein bisschen seltsam. Das ist nicht dein Arbeitsbereich.« Marvin versuchte gar nicht, die Sache zu vertuschen. »Ihr wart beide nicht da. Da habe ich versucht herauszufinden, was los ist.« Karin schaute weiter fordernd. »Glaub ich nicht.« »Das wäre vor über einer Stunde gewesen. Das Touchscreen hätte sich dann schon abgeschaltet.« Marvin überlegte, ob er darauf hinweisen sollte, dass er der Institutsleiter und eigentlich niemanden Rechenschaft schuldig war. Aber Karin setzte nach. Das ist gefährlich. Ohne Rücksprache weiß niemand, was in einem Labor gerade läuft. Neugierde kann das Ende großer Sachen sein, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort kommt. Wir alle haben uns an die Regeln zu halten. Marvin beschloss, es einfach auf sich beruhen zu lassen und ließ Karen ohne Widerworte weiterziehen in ihre Arbeitswabe. Chris und die übrigen Mitarbeiters tauschten technische Details des hoffnungsvoll verlaufenden Experiments aus. Wir treffen uns in der Strategierunde um 15 Uhr, verkündete schließlich Marvin, als der Gesprächsstoff gar nicht mehr auszugehen schien, und verabschiedete sich aus dem Kreis. Seiner Versuchung, die immer mehr bedrängenden Geldgebis zu informieren, widerstand er einstweilen. Karin und Chris hatten schon recht mit ihrer Vorsicht, die Ergebnisse erst in weiteren Testreihen zu verifizieren. Ungewöhnlich pünktlich begann um 15 Uhr die Strategierunde. Vier der Mitarbeit, hieß einschließlich Marvin, gehörten ihr an. Hier wurden die organisatorischen Leitlinien der Firma diskutiert und festgelegt. Über die zentralen Informationsnetze erhielten alle anderen Angestellten ständig die Ergebnisse und konnten zeitnah eigene Meinungen und Anregungen dazu abgeben. Solche partizipatorischen Abläufe waren heute üblich in den meisten Unternehmen. Okay, lass uns anfangen, konnte Marvin schon um 15.04 Uhr die Runde eröffnen. Ihr habt alle mitbekommen, was passiert ist? Marvin schaute kurz in die Runde. Seine Frage war überflüssig. Hier saßen die strategischen Köpfe der Firma zusammen. Und natürlich hatten sie sich alle sofort informiert. Karen, die dem Kreis angehörte, war ohnehin aus erster Hand im Bilde. Wir müssen überlegen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Geldgebis, Presse, die nötigen rechtlichen Absicherungen. Wir dürfen keine Fehler machen, sonst zocken uns andere ab. Du redest so, als wäre das Ergebnis schon bestätigt. Nein, ich will nur, dass wir alles klar haben, wenn es sich bestätigt. Ab dem Moment läuft die Zeit. Jede Sekunde kann viel bedeuten. Schließlich sind wir hier kein Geheimdienst. Es kann etwas nach außen sickern. Wieso das? Die Runde schmiedete Pläne, in welcher Reihenfolge welche Informationen nach draußen gegeben werden sollten. Sie wollten selbst das Heft in der Hand behalten. Auf keinen Fall durfte es so wirken, als seien keine zusätzlichen Forschungen mehr notwendig. Lass uns die Kuh doppelt melken, plädierte Karen für ein Ausnutzen aller Möglichkeiten. Wir fordern neues Geld vom SENS, um die Untersuchung auszudehnen, und melden die Patente schnell an, um daraus auch Kapital zu schlagen. So ein Satz von dir? Wieso? Naja, bei deiner Biografie? Hätte auch sein können, dass dich die Geldfrage nicht so interessiert. War ja auch bisher eher mein Job. Danny, die ja erst seit einigen Monaten in der Firma war und erst zwei Wochen in der Strategierunde mitwirkte, schaute verwundert zu Karin. Muss ich das verstehen? Nö, ist auch nicht so wichtig. Karin überlegte, ob sie ihm antworten solle. Doch die nächste Frage erreichte sie gleich. »Wo kommst du denn her?« Marvin versuchte, das Thema zu dämpfen. »Ist jetzt auch nicht wichtig, und außerdem Karens Privatsache.« Entschuldigung, dass ich das aufgebracht habe.« Er schaute zu Karen. »Oder willst du das erzählen?« »Warum nicht? Steht doch sowieso in meinem Lebenslauf.« Karen hatte ihre Karriere in einem medizinisch-technischen Labor begonnen. Ein Studium konnte sie sich nicht leisten. Via Internet fand sie damals Zugang zu einer Gruppe, die sich abseits der gläsernen Paläste moderner Forschung mit zielgerichteten Basteleien am Stoff des Lebens beschäftigte. Biohacker nannten sie sich. Ihre Labore waren in Kellerräumen und Garagen untergebracht, alles musste selbst beschafft oder finanziert werden. So mancher Stoff und einige Geräte, die an anderen Orten auf unerklärliche Weise verschwanden, hätten in solchen Heimwerklaboren aufgefunden werden können. Aber dort suchte niemand. Die Biohacker-Szene war unsichtbar wie ihr Vorbild, die alten Datenhacker mit den früher üblichen Computern aus Bildschirm, Zentraleinheit, Maus und Tastatur. Nach vielen Stunden des Mischens, Analysierens und Auswertens fanden etliche aus der Gruppe noch Zeit zu marxistischen Politdebatten, oft bis es wieder hell wurde. Doch das war lange her und Karen nicht die einzige, die sich eines Tages entschloss, ihr angesammeltes Wissen zum Beruf zu machen. Rund um die modernen Hightech-Firmen, auf Konferenzen und Seminaren waren Headhunter unterwegs, die nach Menschen wie Karen suchten. Denn nichts war mehr gefragt als technisch versierte Menschen, die selbstständig agieren konnten. Hierarchien und das Bestehen auf formale Abschlüsse gab es nur noch in den Parteien, traditionsbewussten Fabrikationshallen und ausgerechnet in etlichen sozialen Bewegungen, die den Anschluss an die dynamischen Organisierungsprozesse im wirtschaftlichen Raum längst verloren hatten. Wo es um ständigen Profit aus Verkaufserfolgen, Kontrollmacht oder Fördergeldern ging, war eine Karin gefragt, die keine Anleitung brauchte, sondern vor sich aus immer mehr aus sich herausholte. Auch wenn sie von all dem nichts haben würde, sollte die Firma eines Tages aufgelöst werden oder sich von Karin trennen. Mit ihrem Antritt bei Bio Geronto war sie angekommen in einem dieser hypermodernen Kleinbetriebe und machte das, was sie früher so kämpferisch abgelehnt hatte: Profit. Vor allem für andere. Aber mit einem Lohn, mit dem sich gut leben ließ. Mach's nicht zu genau, unterbrach Marby nach einer Weile die Ausführung. Auch wenn ich das gar nicht schlecht fände, wenn wir auch persönlich mehr voneinander wissen. Schließlich, er ließ eine kleine Pause. Zählt ja das Team. Genervte Blicke trafen ihn. Diese Verklärung von Interessenslagen in der Firma hätte er vielleicht lieber für sich behalten sollen. Zu spät. Er beschloss einfach zum Thema zurückzukehren. Wir haben jetzt aber vielleicht Wichtigeres zu besprechen. Das geschah. Sie besprachen die nächsten Stunden und Tage von weiteren Versuchsüberprüfungen im Labor bis zur richtigen Strategie im Umgang mit der Information. Es würde schwierig werden, das Ganze so lange geheim zu halten, bis Klarheit in der Sache herrschte, zumal die Kassenlage drängte. Die SENS dreht den Geldzahn zu, wenn wir nicht bald Ergebnisse liefern. Erzähl denen bloß nichts, was die wissen, wissen alle. Aber ohne deren Geld ist hier demnächst Schluss. Es war ein Hin und Her der Gedanken, Ideen und Bedenken, mitunter verbunden mit längeren Ausführungen. Wir müssen uns unabhängiger machen. Das ist jetzt die Chance, unseren Laden auf eigene Füße zu stellen und nicht länger nur am Tropf der SENS zu hängen. Aber ohne die geht es nicht. Will ich auch nicht. Bei der SENS weiterbleiben und Neues auftun. Das geht nicht. Die fördern nur exklusiv. Nicht so schnell aufgeben. Da müssen wir halt überlegen. Formal und tatsächlich sind zwei Welten. So ging es knapp zwei Stunden. Dann löste sich die Runde wieder auf. Besprechungen wie diese fanden alle zwei bis drei Tage statt. Je nach Bedarf. Doch die aktuelle Entwicklung brauchte mehr Absprachen. Daher sollte das nächste Treffen sofort stattfinden, wenn die Überprüfungsuntersuchungen abgeschlossen waren. Bis dahin würde noch ein ereignisreicher Abend folgen, denn erst nach 24 Stunden im Elektronenrüttler könnte mit der Auswertung der Versuche begonnen werden. Das wäre mitten in der Nacht, ein Zeitpunkt, den sich Chris und Karen nicht schon wiedergeben wollten. Also vertagten sie alles auf den Folgetag. Bis dahin herrschte gespannte Ruhe. Chris war nach nur wenigen Stunden in der Firma wieder nach Hause und dann ins Fitnessstudio gegangen, weil er die Anspannung nicht aushielt. Dreimal hatte er sich in sein Labor eingecheckt und war wieder gegangen, ohne irgendetwas anderes gemacht zu haben, als durch die Quantenkamera auf seine Proben und die Überwachungsdaten des Displays zu gucken. Karin hingegen verbrachte noch einige Zeit mit den Datenblättern zum Versuch, bevor sie einen ersten Entwurf für die Mitteilung an den bisherigen Hauptförderer SENS entwarf, der ihren Ansprüchen genügte. Zudem forderte sie Förderrichtlinien für alle humangenetischen Förderprogramme der Bundesregierung und der EU an. Diese durchzuforsten nach neuen Finanzquellen sollte ihr Abendprogramm werden. Das Firmenbüro schien ihr ja angesichts der allgemeinen Aufgeregtheit aber nicht als günstiger Rahmen für die Lektüre. Als das Touchscreen am Arbeitsplatz nach knapp 40 Minuten die Übermittlung der Daten aus der Förderstelle meldete, verschob Karen sie mit schnellen Fingerbewegungen auf ihr U-Pad und verließ den Ort. Wenig später saß sie an ihrem Lieblingsort, wenn es darum ging, zur Ruhe zu kommen und sich zu konzentrieren. Es war ein schönes, ruhiges Café am Stadtrand, von dem aus sie mit den E-Taxis auch nachts noch gut zu ihrer Wohnung gelangen konnte. Ein Milchkaffee, eine kleine Schüssel mit gerösteten Pistazien und schon kroch sie förmlich in die Datenbanken der Fördermittel hinein. Konzentriert sog sie die Informationen auf, schaute nach Beispielen und Erfolgsquoten, um schließlich ein Schaubild zu erstellen, welches die verschiedenen Optionen zeigte. Das würde sie der Strategierunde beim nächsten Treffen präsentieren. Sie kam kurz vor Mitternacht in ihrer Wohnung an, um sich nach kurzem Check aller Nachrichteneingänge übermüdet ins Bett zu legen. Die kurze Nacht zuvor steckte noch in den Knochen. Die Erinnerungen, Abläufe und Dialoge spukten im Kopf. Sie schlief schnell ein. ewiges Leben? Wieder schrillte das Jupet. Marvin schoss hoch und schaute auf das Display. Ein Rundcall von Chris, gleichzeitig an die gesamte Strategierunde. Mit einem kurzen Ausruf Verbinden stellte Marvin die Leitung her. Nacheinander schalteten sich auch die anderen zu. Was ist los? Ich wollte endlich mal ausschlafen, war Karen zu hören. Aber Chris redete sofort los. Wer hat die Info weitergegeben? Welche Info? Ruf mal die Tagesnews auf! Da steht drin, dass wir das Altersgehen geknackt haben. Schockierte Stille auf allen Leitungen. Dann Marvin, wie kann das denn passiert sein? Niemand konnte antworten. Schöne Scheiße, war Chris wieder zu hören, bevor Marvin alle aufforderte, dann werden wir uns wohl möglichst schnell wieder im Büro sehen müssen. Um zehn Uhr ist Jodegi-Runde, okay? Karin war frustriert. Geht es eine halbe Stunde später? Na gut, aber dann alle pünktlich. Die Leitungen wurden unterbrochen. Marvin rief die Tagesnachrichten auf und las die Schlagzeilen. Schon auf der ersten Seite war das Thema angekündigt und füllte einen guten Teil der Wissenschaftsmeldung. Es war erkennbar, dass hier keinie aus der Firma selbst geschrieben hatte. Hatte jemand geplaudert oder waren Datenleitungen angezapft worden? Allein die Vorstellung, nicht Chef der eigenen Abläufe zu sein, erfüllte Marvin mit ziemlich viel Unbehagen. Da er aber keine Lust hatte, Detektiv zu spielen, blieb nur noch übrig, jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Tatsächlich waren die vier aus der Strategierunde fünf Minuten vor Beginn in der Firma. Marvin hatte bereits alle Mitarbeiter in ihren Arbeitswaben aufgesucht und befragt, wie das Informationsleck zustande gekommen sein könnte. Erwartungsgemäß brachte die Umfrage kein Ergebnis. »Niemand hier weiß, wie das passieren konnte«, eröffnete er folgerichtig die Runde. »Hilft ja auch nichts. Schuldige finden kostet nur Zeit«, entgegnete Karin. »Wir sollten jetzt lieber offensiv vorgehen.« »Tja, aber was heißt das?« »Die Tagesnachrichten wissen wahrscheinlich, dass sie ein Informationsleck genutzt haben.« Vielleicht auch welches. Alle anderen wissen wahrscheinlich noch nicht, dass die Info ungewollt nach draußen ging. Außerdem, was auf der TN Seite zu lesen ist, ist ja nichts bekannt. Die warten auf uns. Aber wenn wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen, lassen wir uns den Takt von Unbekannten diktieren. Sei nicht eitel. Außerdem ist es genau umgekehrt. Wir haben uns schon vorführen lassen. Jetzt nehmen wir das Heft wieder selbst in die Hand. Karin war entschlossen, jetzt alles an die große Glocke zu hängen. Marvin und die anderen schwiegen. Also trieb sie die Sache weiter. Wir erklären uns jetzt zum führenden Institut der Senexix. Wir begründen diesen Wissenzweig, weil wir so erfolgreich sind. Marvin blieb skeptisch. Aber die werden uns fragen, warum es bei uns undichte Stellen gibt. Was willst du dann antworten? Das wirkt ja nicht besonders professionell. Quatsch, unterbrach Karin. Genau umgekehrt ist sinnvoll. Wir machen das ganz offensiv und selbstverständlich. Wenn jemand fragen sollte, muss es so wirken, als hätten wir den Geheimnisverrat selbst lanciert, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen dann ärgern sich die TN, die bestimmt ordentlich Geld für den Verrat gezahlt haben. Hey, das ist tatsächlich eine kluge Variante, aus dem Dilemma herauszukommen. Unterstützte Ajit die forschen Ideen aus Karen's Mund. Er war in der Firma für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wahrscheinlich unsere beste Idee, vielleicht auch einzige Chance. Marvin sah ein, dass seine Skepsis in dieser Runde keine Chance hatte. Okay. Machst du alles klar? Gerne, gleich eine Pressekonferenz ansetzen? Klar, sagen wir 16 Uhr? Viel zu spät. Ajit war der Presseprofi im Team und achtete darauf, die Vorgänge mediengerecht zu organisieren. Warum? fragte Danny. Das geht nicht mehr in die Abendformate der Nachrichten. Wann dann? 14 Uhr. Karin schaltete sich ein. Wir wissen die Überprüfungsergebnisse noch nicht. Marvins Gesicht verdüsterte sich. Puh, stimmt. Ohne die geht es nicht. Wir müssen auch noch mehr vorbereiten. Egal, muss sein. Wenn wir 16 Uhr sagen, merken die, dass wir unter Druck planen. Es muss alles wie lange vorbereitet aussehen. Außerdem. »Was sollen wir groß vorbereiten? Wir haben die Screenings, wir können reden, die Schreibtrottel kapieren das sowieso nicht.« »Na, ich weiß nicht. Da werden auch die Wissenschaftszeitungen dabei sein.« »Egal. Unser Ergebnis ist fantastisch. Das müssen wir rüberbringen. Mehr nicht. Es geht auch um die Außenwirkung, nicht die Details. Wenn jemand genauer nachfragt, bieten wir Sondertermine, Interviews an.« »Gut«, lenkte Marvin ein. »Also 14 Uhr. Wer?« »Ich rede mit Chris. Der muss dabei sein. Hat's schließlich geschafft. Er redet zwar nicht gern mit den Medien, aber er ist auch nicht auf den Mund gefallen.« Außerdem können wir ihn präsentieren, da muss er nicht viel selbst sagen. Marvin zeigte Unbehagen. Mir ist es wichtig, die Leistung aller und vor allen Dingen unseres ganzen Instituts darzustellen. Mit dem Durchbruch bringen wir uns alle und den ganzen Laden voran. Das ist dann auch für je die Einzelne am besten. Karen hatte da andere Erinnerung, stellte die aber zurück. Wäre ja schön, wenn es diesmal so kommt. Statt weiterer Gegenrede setzte sie durch, selbst dabei sein zu können. Sicher ist sicher. Ihr war der wissenschaftsverliebte Chris lieber als der stets auf geschäftliche schauende Firmenchef. Bevor etwas rausgeht, brauchen wir aber noch die Testbestätigung. Vielleicht ist Chris ja schon soweit. Der hatte während des Strategietreffens im Labor gearbeitet. Ich werde, wenn wir hier fertig sind, gleich zu ihm hingehen und euch dann berichten. Marvin gab die bisherigen Absprachen auf dem Touchtable ein, sodass alle im Institut wussten, wie es weitergehen würde. Weitere Punkte? Klar, steuerte Karin auf das Thema zu, was ihr am wichtigsten war. Wir brauchen eine schnelle und gute Strategie, möglichst viel Förderung aus dem Erfolg herauszuschlagen. Und die Patente sichern. Ich kläre das mit Chris und Jerry. Das ist ja mehr eine Formalie. Karin fuhr fort. Ja, jetzt sind erstmal die Förderungen wichtig, finde ich. Das andere machen wir ohnehin nebenbei. Jerry hat schon mit den Vorabklärungen begonnen, wie ich mitbekommen habe. Wie gesagt, ich kläre das nochmal mit ihm, wollte Marvin sicher gehen. Der Zeitdruck wegen der Pressekonferenz machte ihn nervös. Wollen wir das Thema Geld nicht erstmal vertagen? Wir müssen die Sache mit der Presse regeln. Die Geldsache ist aber wichtig. Wir brauchen frische Kohle von SENS. Und wir haben gute Chancen auf weitere Quelle. Hab ich gestern alles recherchiert. Es bedarf nur einiger Tricks, weil SENS nur exklusiv fördert. Da muss uns was einfallen. Marvin wurde energischer. Wird uns auch. Aber nicht jetzt. Ich will, dass die Pressesache angefangen wird. Meinetwegen lass uns morgen wieder Strategietreffen machen und dann über Geld reden. Dann wissen wir auch schon, wie unser Ding in den Medien eingeschlagen hat. Karin schien unzufrieden, aber Marvin hatte sich entschlossen. Morgen um 12 Uhr? Wir können es ja mit einem Mittagessen verbinden. Was haltet ihr davon? Es gab keine Widerrede. Das Treffen war beendet. Karen gib die Ergebnisse der Überprüfung gleich durch, wenn du sie weißt. Marvin stand auf, verließ zügig den Raum und verschwand in seiner Arbeitswabe. Er wusste, bei Ajit war die Pressesache in guten Händen. So konnte er seine eigene Idee verfolgen. Dem Jupet befahl er, in den Telefoniermodus zu wechseln. SENS Korell. Das Jupet quittierte mit einem sanften Summton. Wenige Sekunden später stand die Verbindung zum Öffentlichkeitsreferenten des Förderers. Hallo, Herr Korell. begrüßte Marvin sein Gegenüber, das sich ebenfalls höflich verhielt und zum Erfolg gratulierte. Warum haben Sie uns nicht sofort informiert? Wir sind doch Ihr größter Finanzgeber. Ja, sorry, aber ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir hatten keine andere Chance. Irgendein Journalist muss uns auf der Spur gewesen sein, offenbar mit nicht ganz sauberen Methoden. Es bestand einige Tage der Verdacht, dass unsere u oder irgendetwas anderes angezapft waren. Deshalb haben wir keine Außenkommunikation zu der Sache betrieben. Marvin fantasierte noch einige Details des vermeintlichen Lauschangriffs hinzu und konnte aus den Zwischenbemerkungen und Nachfahren spüren, wie beeindruckt SENS-Mitarbeit die angesichts der Schilderung war. Dann spielte er eine souveräne Tonlage auf. Jetzt haben wir alles gut im Griff und die Ausspähversuche abgewehrt. Die TN haben wir dann in einer Art informiert, dass es wie eine Indiskretion aussah. Wie sie ja lesen konnten, haben die es auch so aufgefasst. Wir konnten die Nachricht nicht zurückhalten, aber wenigstens steuern, was nach außen drang. Wir hatten die Lage also voll im Griff. So ging es weiter. Marvin war stolz, wie einfach er die ganze Kommunikation steuern konnte, indem er beliebige Informationen einstreute, die Bio Geronto in ein strategisch gutem Licht erscheinen ließen. Für Außenstehende, die das Chaos der letzten Stunden nicht mitbekommen hatten, war das nicht durchschaubar. Mein eigentlicher Grund, Sie anzurufen, ist unsere Pressekonferenz um 14 Uhr. Noch heute? Ja, also gleich. Das hatten wir auch schon geplant, konnten es aber aus benannten Gründen nicht rausgeben. Jetzt ist es aber bekannt und da dachte ich, dass ich Sie gleich als Erstes informiere. Das ist aber nett. Aber bis 14 Uhr schaffe ich es nicht zu Ihnen. Nein, klar. Sie können sich aber ja zuschalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch ein Statement abgeben würden. Vielleicht auch erst im Laufe der Konferenz, wenn wir den Sachverhalt dargestellt haben. Ja, das wäre vielleicht interessant. Ich schaue mal, ob ich das einrichten kann. Ist ja kein Problem. Schicken Sie mir dann einfach über den Hot Channel Ihr aufgezeichnetes Statement. Dann rufe ich Ihren Beitrag an der passenden Stelle auf. Ja, falls ich es nicht direkt schaffe, mich zuzuschalten. Sonst mache ich das direkt. Ich sehe auf dem Touchscreen im Konferenzraum, wer dabei ist. Gut. Vielen Dank, dass Sie gleich an mich gedacht haben. Klingt clever, wie Sie da agiert haben. Weiter so. Ich hoffe, es geht so Ah, äh, Moment. Sehr gut. Hier kommt gerade die Bestätigung der Ergebnisse. Die meisten Kontrollproben haben das gleiche Ergebnis gebracht. Sehr schön. Dann können wir loslegen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wir haben lange darauf gewartet. Wir auch, aber irgendwann musste es ja klappen. Schönen Nachmittag Ihnen und hoffentlich bis nachher. Ja, gleichfalls. Beide verabschiedeten sich und die u entkoppelten die Verbindung. Schlau, schlau, flüsterte Martin vor sich hin, sich selbst lobend. Dann suchte er Ajits Arbeitsfarbe auf, um mit ihm noch einmal die Einladung zur Pressekonferenz durchzugehen, damit diese rausgehen konnten. Draußen standen Karen und Chris, um ihn vom Stand der Versuchsauswertungen zu informieren. Drei Stunden später schlenderten die drei zusammen mit Ajit in den Besprechungsraum. Zwei Journalistis waren schon da. Offenbar konnten sie es gar nicht erwarten, Neuigkeiten zu erfahren. Es war noch sieben Minuten Zeit bis zum offiziellen Beginn. Ajit und Karin rückten einige Stühle zurecht. Per Zuruf schaltete sich der Wandscreen an, die Kontrollleuchten auf Kameras und Mikrofonen leuchteten. Marvin fingerte auf dem Touchtable herum, an dem die vier gleich Platz nehmen würden. Wie üblich würden auch diesmal die meisten Teilnehmenden per UPAD zugeschaltet sein und so die Pressekonferenz bequem vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs mitverfolgen. Marvin war zufrieden. Alle wichtigen Leitmedien der Wissenschaft und viele Nachrichtenmagazine hatten sich auf den Weg gemacht oder waren online präsent. Kurz vor Beginn erschien auch der SENS-Mitarbeiter im Kanal. Punkt 14 Uhr eröffnete Marvin die Runde. 40 Minuten später war alles schon vorbei. Marvin hatte die Anwesenden und Zugeschalteten begrüßt und umständlich das Ausmaß des wissenschaftlichen Durchbruchs geschildert. Er vergaß nicht, der SENS für die lange finanzielle Unterstützung zu danken, verbunden mit einem passenden Hinweis, dass es jetzt besonders wichtig wäre, hier weiterarbeiten zu können. Das war sein Wink mit dem Zaunfall. Schließlich stellte er Chris als Mitarbeiter des von ihm geführten Instituts vor und ließ ihn den Versuch und seine Ergebnisse darstellen. Chris ertrug das lautlos und schilderte gewohnt sachlich die Abläufe. Einige Male ergänzte Karin seine Ausführungen. In ihren Worten blitzte mehr von der Euphorie auf, die alle bei Mio Geronto erfasst hatte. Währenddessen konnten sich alle Journalistis die gezeigten Bilder und Filmsequenzen direkt auf ihre U-Pads laden, um sie später zu verwerten. Nur wenige stellten Fragen. Adjit notierte Vormerkungen für intensivere Gespräche, Fachartikel oder Interviews. Karin nutzte die Phasen, in denen andere redeten und beobachtete die anwesenden Personen. Waren es nur Journalistis? oder saßen auch konkurrentis darunter mit wem ließen sich neue kontakte knüpfen sie zog die daten der ins system eingelogten personen auf ihr upad kurz nach dem ende der pressekonferenz saß sie in ihrer arbeitswarbe und prüfte wer von wo kam welche texte geschrieben hatte und über verbindungen zu anderen firmen und möglichen geldgeber verfügte marvin und chris ließen sich hingegen noch auf einige einzelgespräche ein und verließen den besprechungsraum erst deutlich später dann verteilten sich alle auf ihre Arbeitswaben. Nach zwei Tagen voller Hektik kehrte erstmals wieder etwas Ruhe ein im lichtdurchfluteten großen Raum, in dem jetzt fast zehn Personen in ihren abgegrenzten Nischen den anstehenden Aufgaben nachgingen. Nur die hohe Zahl von Anfragen und Informationen auf den U-Pads, je nach Einstellung mit leisem Piepen, Melodien, Summtönen oder Lichteffekten signalisiert, zeigte weiterhin das Ungewöhnliche an, welches die Situation prägte. Die SENS klopfte elektronisch an, und Marvin ließ zufrieden die Verbindung zu. Guten Tag, Herr Korell. Wie geht es Ihnen? Nicht, dass Marvin das wirklich interessierte, aber für einige Millionen zukünftiger Zuschüsse schien ihm Höflichkeit angemessen. Danke der Nachfrage. Und Glückwunsch, das war gelungen. Sie meinen die Pressekonferenz? Ja, das andere sowieso. Ich wollte mich kurz noch einmal melden und Ihnen vorschlagen, dass wir zeitnah ein Gespräch führen sollten über die Fortführung Ihres Projektes. Das ist doch sicherlich auch in Ihrem Interesse. Oh, selbstverständlich spann Marvin den Faden gleich weiter. Vor lauter Presseanfragen und der intensiven wissenschaftlichen Auswertung sind wir noch gar nicht dazu gekommen, über die finanziellen Fragen überhaupt nachzudenken. Geschweige denn zu planen. Aber das ist gewiss ohnehin der sinnvollere Weg, das gleich zusammen mit ihnen zu machen. Ja, das würde ich sogar empfehlen. Es sind ja jetzt doch andere Voraussetzungen. Mir wäre es recht, wenn ein erstes Gespräch möglichst schnell zustande kommt. Es reicht auch, wenn erstmal nur Sie oder sie zusammen mit Ihrem Öffentlichkeitsreferenten dabei sind. Von SENS Seite wird die Geschäftsführung persönlich anwesend sein wollen. Dazu die Projektbeauftragte und meine Wenigkeit. Ist okay. Mein Kalender ist übermorgen noch komplett frei. Wegen der langen Anfahrt brauche ich ja auch mindestens sechs bis acht Stunden. Ich überprüfe das. Sie bekommen eine QMS mit Zeit und Ort, wenn das klappt. Ich muss mit den Damen und Herren Rücksprache halten. Ist in Ordnung. Eine Bitte hätte ich noch. Können Sie, falls das möglich ist, auf zum Beispiel einer Juped-Seite zusammenfassen, welche weiteren Schritte jetzt nötig sind und welchen Arbeitsumfang das jeweils bedeutet? Hm, ich kann's versuchen. Ja, tun Sie das. Es wäre hilfreich. Auch in Ihrem Sinne. Verstehe. Wird schon klappen. Und bitte nicht erst ein paar Stunden vorher. Klar, ich bemühe mich. Gut, das wär's dann erstmal. Will Sie nicht länger von Ihren wissenschaftlichen Arbeiten abhalten. Danke. Ihnen alles Gute. Die beiden verabschiedeten sich und die Jupeds trennten die Verbindung. Sein nächster Weg führte ihn zu Ajit. Und? Schon was veröffentlicht? Nein, jedenfalls nichts aus der Pressekonferenz. Die Wissenschaftsmagazine arbeiten eh nicht stundenaktuell. Ich wollte dich fragen, ob du mitkommen würdest zu einem ersten Gespräch mit den SENS-Leuten. Es soll erstmal ein Vorabtasten sein, aber die haben selbst vorgeschlagen, dass deine Anwesenheit gut wäre, weil es ja auch um die PR-Strategie geht, die Sachen jetzt zu vermarkten. Ajit schaute Marvin etwas verlegen an. »Eigentlich begeistert mich das nicht. Ich mache gern die Öffentlichkeitsarbeit, aber diese ganzen Finanztricks, ich weiß nicht, das ist nicht so mein Ding.« »Aber warum nicht? Du musst ja nicht in die Geldsachen selbst einsteigen.« »Die wollen wissen, wie die Ergebnisse in die Öffentlichkeit getragen werden sollen.« »Dafür wollen die dich dabei haben. Den Rest mache ich.« »Ja, es ist mir schon klar. Aber bei allen diesen Finanzschiebereien habe ich immer ein ungütes Gefühl. Ich will lieber gar nichts davon wissen.« »Hm.« Marvin durchzuckte der Gedanke, ob es nicht sogar besser sei, wenn Ajit das nicht alles wüsste. Wie wäre es, wenn ich dort anmeldete, dass du zum Glück ohnehin in der Gegend bist an dem Tag, aber nur eine Stunde Zeit hast. Dann könnten wir die Öffentlichkeitsgeschichte da kompakt abhandeln, und anschließend gehst du wieder. Das hört sich schon besser an. Wäre aber glatt gelogen. Marvin grinste. So what?« Versteh schon. Okay, mach das so. Dann bin ich dabei. Zwischen den Waben stieß Marvin auf Karen. Ah, stimmt. Mit dir muss ich auch noch kurz reden. Karin schaute erwartungsvoll, aber betont selbstsicher. Wegen der Förderung. Es wäre gut, wenn wir erstmal nichts anderes unternehmen. Es wird Vorabklärungen mit der SENS geben über eine Fortführung der Förderung. Das darf durch nichts gefährdet werden. Was soll das heißen? Naja, die fördern ja nur exklusiv. Wenn die mitbekommen, dass wir auch andere Geldquellen anbaggern, kann das nachteilig sein. Quatsch mit Soße. Wie sollen die das denn mitkriegen? Wie kannst du das jetzt noch sagen, wo schon die ganze Entdeckung innerhalb weniger Stunden unkontrolliert nach draußen drang? Das mag irgendjemand verbockt haben. Ich werde da schon aufpassen. Keine Angst. Ich weiß nicht. Mir ist das nicht so recht, wenn du da einfach. Lass mich doch einfach machen und spiel dich nicht immer als Aufpasser auf. Karen wurde lauter. Zwei Kollegis schauten etwas irritiert in Richtung der beiden. Hey, es ist meine Firma und meine Verantwortung, widersprach Marvin, ebenso laut. Noch fälle ich die grundlegende Entscheidung der Firmenorganisierung. Pa, entweder Team oder nicht. Aber nicht im Team, wenn es dir nützt und ohne Team, wenn dir das nützt. Es geht nicht um mich, war Marvin inzwischen nahe am Schreien, so dass Kiri, die in ihrer Wabe nahe am Ort des Geschehens saß, aufsprang und zu den beiden ging. Hey, was geht ab? Verabredet euch zum Sport, statt euch hier anzuschreien. Karin musste trotz ihrer Anspannung lachen. Kiri kam immer mit solch seltsamen Ideen und hatte Erfolg, festgefahrene Dialoge aufzubrechen. Auch Marvin war es peinlich, jetzt noch weiter zu streiten. »Lass uns morgen in der Strategierunde nochmal drüber reden«, schlug er selbst vor. Karin war einverstanden, wusste sie doch, dass sie dort wahrscheinlich noch Unterstützung für ihre Position bekommen würde. »Und nützt eure Energie, für die offenen Fragen Lösungen zu finden«, schob Kiri hinterher. Wortlos gingen beide zu ihren Arbeitswaben und hörten noch Kiri hinterherrufen, »Wie wär's mit Tischtennis?« Mehrere Mitarbeitis, die dem Disput inzwischen folgten, grinsten. Dann war wieder Ruhe. Zwanzig Minuten später kam Chris aus dem Labor. Er hatte jetzt die gesamten Übungsreihen ausgewertet und auch bei den letzten Tests war das Ergebnis eindeutig. Die Telomerase funktionierte auch außerhalb von Keimzellen. Das Schloss zum ewigen Leben war geöffnet. Zumindest ein Spalt und hinsichtlich der genetischen Ursachen. Welchen Anteil die am Altern hatten, könnten nur Langzeittestreihen mit Zellkulturen, später vielleicht auch mit Versuchsembryonen zeigen. »Chris, komm mal!« hörte er Marvin rufen und ging in dessen Arbeitswabe am Ende des Raumes. Sag mal, kannst du schnell auf einer Upad-Seite zusammenstellen, welche weiteren wissenschaftlichen Arbeiten nun folgen müssen? Ich brauche das, um frisches Geld loszueisen von der SENS. Klar kann ich das. Das ist kein Problem, wenn ich nur schreiben muss, reicht es bis morgen. Lieber noch heute, ist ja nicht viel Text und auch erst vorläufig. Also lieber mehr als weniger reinhauen. Aber seriös muss es natürlich aussehen. Aussehen? Ich bin Wissenschaftler und kein Spieler. Ja, schon klar, ärgerte sich Marvin über seine blöde Bemerkung gegenüber Chris. Der war, neben Karen, der beste Forscher im Team, aber eben ein Vollblutwissenschaftler. Der Rest interessierte ihn wenig. Auch wenn es manchmal nervte, Marvin war das Recht, wenn nicht alle hinter die Kulissen guckten. Karen war anstrengend genug. Also, kannst du das noch schaffen? Na gut. Chris verschob seine Verabredung zum Joggen um eine halbe Stunde und erfüllte Marvins Wunsch. Danach verließ er das Büro. Er hatte aufgehört zu zählen, wie viele Male am Stück er jetzt deutlich länger im Institut war als den üblichen 6,5-Stunden-Tag.